Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Immortals Phoenix Rising. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, den Krug des Aiolos haben wir schon gesammelt. Nun brauchen wir noch, wie man oben links sieht, den Teil der Schwingen, den wir die Sternbild-Herausforderung im Observatorium beenden. Das sollte ja direkt hinter uns sein. Aber vor uns liegt auch... Die Truhe haben wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt. Bringt nicht wirklich viel. Am oberen Ende des Turms des Observatoriums konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen. Armillaris Sphari, was? Sie zeigt den Orbit der Planeten und... Ach, weißt du was? Vergiss es. Bam! Sind aber noch mehr von den Harpyen. Und wir sind beim Observatorium. Gucken, ob wir hier noch irgendwie Äpfelchen oder sowas liegen haben. Hat man ja gerne mal. Oh, ich bin neugierig, Leute. Wo führt denn der Weg hier hin? Oh. Das ist aber nicht die Truhe, die hier angezeigt wird. Die soll ja... 64 Meter weg sein. Ne, 16 Meter, das passt. Eine epische Truhe, aber hier brauchen wir... Gewichte. Kommen wir nicht hoch. Da müssen wir das schmeißen. Aber irgendwo muss noch ein sein. Noch ein Stein oder irgendwas, was wir da hinlegen können. Oder reicht das, wenn wir uns jetzt kurz auf das dritte stellen? Aber ich glaube, das muss dauerhaft da sein, ne? Ja, muss es. Irgendwo müsste also noch was liegen. Vielleicht finden wir hier oben ja noch irgendwo einen Stein oder ähnliches. Oder ich bin gerade nur zu blöd, was zu sehen. Ich hatte jetzt gehofft, da rechts... links. Dass wir hier noch irgendwo was haben. Tiefen Gras vielleicht, sehe ich aber auch nichts. Oh Mann, Leute. Oh Mann, oh Mann. Ah!
Der war ja gar nicht so tief wie gedacht. Okay. Hätten wir auch sterben können. Irgendwo muss doch noch ein Stein liegen. Knifflig, knifflig. Na gut, schauen wir uns erstmal die Sternbild-Herausforderung an. Hier haben wir doch noch einen Stein. Das dürfte doch passen. So, mal schauen, was wir hier drin haben. Steinglanzmaske, die sieht ja heftig aus. Sechs Sekunden lang plus 40 Schaden, wenn ein Gegner betäubt wird. Und füllt 200% eines Ausdauerfeldes auf, wenn ein Gegner betäubt wird, nachher in einer höheren Stufe. Entschuldigung. Ja, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei unserem Helm des Neu-Olympias. Wobei sich das ja nur für die Axt... Ach, man könnte sie auch wieder auf und zu machen. Okay. Brauchen wir nicht. Jetzt sollen wir uns aber die Sternbild-Herausforderung mal anschauen. Sind das überhaupt für blaue Kugeln, die hier angezeigt werden? Lassen Sie uns in Ruhe. Oh, keine. So. Kann man Basen kaputt hauen? Ist da was drin? Leider nein. Ach, der war doch an. Aber nicht. Aufheben? Wo sollen wir denn damit hin? Als Phönix ihre Reise fortsetzte, fragte sie sich, ob die Sterne eines Tages auch ihre Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Dann muss ich das hier wohl lösen, um an das fehlende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Bäre. Alles in allem ein guter Abend. Die Wand ist brüchig. Ob es einen Weg gibt, sie zu durchbrechen? Haben wir schon längst gemacht. Wir müssen also... Aua! Das Sternenbild nachbasteln und dafür die blauen Kugeln hier sammeln.
Und dann kommen wir auch an die Schwingen, wie es scheint. Und was ist da hinten? Schaffen wir den Doppelsprung dahin? Jawohl. Wie wir hier reinkommen, Leute. Vielleicht vom Dach aus? Na? Ich meine, wir hätten eben auch irgendwo einen Hebel gesehen, als wir eine der blauen Kugeln getragen haben. Da unten, ne? Ich glaube, dann haben wir es. Wir brauchen ja, glaube ich, nur noch die beiden, ne? Jawohl. Zum Glück. Ich dachte schon, wenn die Tür zugeht, aber da hätten wir auch einen Schalter gehabt. Und der war ganz da hinten. Na. Scharonsmünzen. Okay. Und neue Schwingen. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen. Möge ich dich wiedersehen. Ikaros. Daedalus. Die Schwingen des Daedalus. Er muss auch alles hier erbaut haben. Die Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Ich habe das Flügelstück und Aiolos Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich diesen Fremden beim Observatorium finden. Ja, wir sind doch schon beim Observatorium. Was? Ich habe Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Was heißt hier Fehlkonstruktion? Ikaros ist zu hoch geflogen und dadurch ist das Wachs geschmolzen, das die Flügel zusammengehalten hat. Und wenn das hier alles Daedalus erbaut hat, dann müsste hier ja auch das Labyrinth des Minotauren sein.
oder das ist die Insel, auf der Ikarus beerdigt wurde. So, wir öffnen mal diese epische Truhe. Brustplatte des Soldatenmuts. Was haben wir denn jetzt? Ja, an Rüstungen haben wir auch schon gut was gesammelt. Plus 1 Ausdauerfelder. Und aktuell haben wir aber plus 1 Gesundheitsfeld. Aber das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier Sachen haben, wo uns die Puste ausgeht, dass wir da wechseln können und zumindest ein Ausdauerfeld mehr hätten. Aber aktuell für Kämpfe und so würde ich natürlich die erstmal lassen. Aber man könnte sich... Schauen wir mal. Was, sah es nicht vorher auch so aus? Nee, wir haben tatsächlich ein zusätzliches. Sehr geil. Oh, Entschuldigung. Hab heute so einen kratzigen Hals. So, du kleiner Frechdachs. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Du schmieriger Dieb! Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich habe ein Problem. Erbärmlicher Laufbursche! Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab! Wir vernichten dich, Typhon! So wie damals! Wir? Es gibt kein Wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix! Jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Gut, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus, der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht zu nah an Helios ran. Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich. Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du, Typhon, daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren. Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes, ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter?
Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Ihr fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt flieg zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phönix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu ihrem wahren Schicksal lag vor ihr. Warte, das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Sie wird gleich springen. Sei still und hör zu. Aber hallo, im dritten Video haben wir gerade mal das Tutorial hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, ob ich gleiten will und ob wir schon darüber sollen. Wir haben hier auf der Insel doch auch noch einiges zu tun. Außerdem haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt, was jetzt die neuen Schwingen des Daedalus bringen. Du kannst gleiten, gleiten, gleiten. Diese Schwingen wurden vom berühmten Daedalus persönlich hergestellt. Also pass auf, dass du der Sonne nicht zu nahe kommst. Ja, denn dann schmilzt das Wachs und ja, sie fallen auseinander oder gehen in Flammen auf. Da gibt es zwei verschiedene Erzählungen. Zu tief durfte Ikarus auch nicht fliegen, da er sonst von den Wellen des Meeres erfasst wurde. So zumindest die griechische Mythologie. So, wir haben aber jetzt auch, müssen wir doch hier irgendwo was Neues haben, weil wir jetzt gleiten können. Ja. Du gleitest auf den Schwingen des Daedalus. Gedrückt halten, um in Richtung Boden zu gleiten. Verbraucht mit der Zeit eine kleine Menge Ausdauer. Haben wir deswegen die Rüstung hier bekommen? Damit wir sicher rübergleiten können, reicht sonst unsere Ausdauer nicht aus. Kann natürlich sein. So, aber ich wollte ja nochmal schauen. Gerade hier diese kleine Lyra. Da haben wir ja drei Stück. Und da haben wir die große Lyra. Ich glaube, wir müssen die alle einmal besuchen und spielen, damit wir das hier nutzen können. Wenn ich irgendwo eine Schnellreise machen, doch hier zu Odysseus Mühen. Das wäre ja dann einfacher, von da die beiden zu erreichen. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier hinkommen. Ich versuch's einfach mal. Wir machen mal eine Schnellreise. Hallo, schön in den Kopf. Auf Wiedersehen. Ich wollte gerade sagen, haben wir dafür jetzt keinen Scherben bekommen. So, dann fangen wir mal links an. Also beim Schwimmen verbrauchen wir sehr viel Ausdauer. Da könnte die neue Rüstung dann schon praktisch sein. So, ich weiß gar nicht, war das die, die wir uns vorhin auch angehört haben? Oder im letzten Video ja? Zwei, vier, eins. Habe ich mir so auf jeden Fall aufgeschrieben. Dann schauen wir uns die da hinten mal an. Huch. Pott im Weg. Ja, wir hätten gerade mal das Gleiten ausprobieren können.
das irgendwie unter uns? Bin ich gerade zu blöd, das zu finden? Wie eine Höhle. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Müssen ja noch einen Schalter hier irgendwo betätigen, wenn ich das gerade richtig sehe. Und richtig verstehe. Leute, Leute, so langsam kommen hier ganz schön knifflige Rätsel rein. Was heißt knifflig? Man muss halt suchen, ne? Das irritiert mich hier ein bisschen, dass ihr hier diese... Ach, so weit kann das auch, glaube ich, gar nicht weg sein. Da ist was im Wasser, oder? Doch was im Wasser, Leute. Wie tief müssen wir denn da? Ah, Moment. Oh, 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 oh. Kommen wir hier wieder raus? Schnell. Oh, zum Glück. Ah. Somit haben wir auch das Rätsel gelöst. Durchs Wasser mussten wir. Wir finden hier auch noch eine kleine Truhe. Also in kleinen findet man immer hier Herstellungszutaten. Suche in der Wildnis um... Ah, damit können... Moment... Ich habe das bisher ja immer genutzt, um nur ein bisschen zu heilen. Wir können also aus Granatäpfeln und Pilzen auch Tränke brauen. Wir finden diesen Goldbernstein. So, mal gucken, welche Melodie hier gespielt wird. Vier, drei, vier, eins. Und das muss wohl als zweites gespielt werden, oder? Oder was hat das hier zu bedeuten? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welches Symbol... schreibt mir das mal auf. Wir müssen ja eh gucken, ob meine Vermutung überhaupt stimmt. Die beiden haben wir. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinten hinkommen. Ich mache noch mal eine Schnellreise dahin, dann spare ich mir das Klettern. Also zumindest das mit der Lyra möchte ich in dem Video hier noch lösen. Und im nächsten Video würde ich dann rüberfliegen. Hier, wo wäre das denn? Ins Tal des ewigen Frühlings.
uns die Karte noch gar nicht angeguckt. Sind aber große Gebiete hier. Dann haben wir noch mal ein kleines in der Mitte. Tore des Tartaros, das klingt so nach Endgegner. Und Königsgipfel, da ist wahrscheinlich Prometheus festgekettet und erzählt gerade seine Geschichte. Ah, wir haben da hinten auch noch eine Nachtruhe, aber wir wollen da ja hin. Können wir uns das noch markieren? So. Stimmt, das ist ja der Schildkrötenfelsen. Nö. Stell dich nicht so an. So. Ja, die Flügel, die sind ganz nett, ne? Die erleichtern so ein bisschen das Vorankommen. Verbrauchen aber auch gut Ausdauer. Ja, Leute, kommt. Hier brauchen wir wohl 4 Schalter. Ich hoffe, die sind einfach hier drumherum verteilt. Moment, Moment, Moment. Jawoll. Okay. Ah, ein Pfeil. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Ah, da oben wären auch Steine gewesen. Gut. Sehr schön. Hier brauchen wir wieder ein Gewicht. Um da reinzukommen. Mit dem Doppelsprung dürften wir das doch eigentlich schaffen, oder? Jawoll. Hier drin ist auch noch eine epische Truhe versteckt. Schau mich mal auf dem Dach rum. Was haben wir da unten, einen Gegner? Oder was ist das? Zu tief gefallen. Nee, hier ist nochmal so ein... Ich höre doch die Musik. Hier sind wir doch richtig. Ach du heiliger Leute. Wie komme ich
ich denn jetzt hier wieder raus? So. Die Fackel, wir müssen ja irgendwo stehen, um die Fackel zu nutzen. Wir müssen ja da noch irgendwie rein. Genau, wir brauchen hier ja... wieder irgendwas Leichtes, um das da drauf zu legen. Muss nichts Schweres sein. Wenn ich solche Blumenkästen hier aufheben. Ne, die können wir nur kaputt hauen. Super. Ist doch auch Quatsch. Nimmt man sich sowas einfach und stellt es da drauf. Dürfte auch damit getan sein. Aber nein. Dann ebenso. Ging wahrscheinlich auch wieder irgendwie einfacher. Wo war denn das jetzt? Da hinten, ne? Oh. Nein, nicht kaputt gehen. Ah, damit können wir auch springen. Okay. Was sollen wir hier drin? Ah. Ach du Heiliger, wir dürfen wieder tauchen. Oh, Leute. Bringt das jetzt? Ich habe ganz gerade noch nicht so die Logik verstanden. Dass das jetzt unten auch auf ist. Ach hier. Naja, Augen aufmachen. Das haben wir doch schon betätigt. Ach so, das war der dritte Schalter für vorne, glaube ich. Müsste er gewesen sein. Da fehlt ja nur noch einer. Und zwar der. Wie kommen wir da hin? Wir müssen da das Feuer entzünden. Und das muss ja irgendwie von hier geschehen. Aber das ist ja gesperrt. Wieso ist das gesperrt? Die Lösung muss doch hier drin sein. Ach. War es das? Ich glaube ja.
Jawohl. Midas Geschichte ist eine gute Lektion für Sterbliche. Pass auf, was du dir wünschst. Er konnte weder essen noch trinken, weil alles, was er berührte, zu Gold wurde. Gut, dass wir nicht essen müssen. Ich wäre reich. Eine gute Lektion für dich wäre, es dreht sich nicht immer alles nur um dich. Oh. Hallo. Oh, der holt sogar noch die Kleine zur Hilfe. So, erstmal schauen wir uns die epische Truhe an. Finden wir wahrscheinlich wieder was. Was? Oh, ich dachte schon, wir kommen nicht dran. Satyrpelz des Schwelgens. Was haben wir denn da? Füllt bei Treffer 5% eines Ausdauerfeldes auf. Bei Waffentreffer mit voller Ausdauer zusätzlich plus 2 auf Kombo-Anzeige. Ja. Bin ich jetzt nicht so von überzeugt. Oh, was haben wir denn da noch? Was haben wir denn gerade hier unten noch drin? Achso, die Teil der Schwingen-Quest-Gegenstände. Na klar, hat sich ja quasi schon erledigt. So, ich bin gespannt, Leute. Drei, eins, zwei, vier, vier. Drei, eins, zwei, vier, vier. So, haben wir hier noch irgendwas auf der Ecke? Nein. Dann werde ich jetzt mal hier schnell hinreisen und ich schaue mal, ob wir jetzt, wo wir alle drei gesehen haben, hier jetzt nachspielen können. Leute! Wir haben hier doch die drei. Ah, okay. Also muss ich erstmal 2, 4, 1... Nochmal Charonsmünzen. So, dann habe ich mir aufgeschrieben 4341. Also das bringt auch ordentlich Charonsmünzen. Und als letztes habe ich aufgeschrieben 3 1 2 4 4. Haben wir Gegner? Wenn der Typ von gesprochen hat. Also insgesamt 10, wenn man alle Melodien spielt. Sehr, sehr nett. So haben wir das auch abgeschlossen. Da lag noch Ambrosia und hier hinten sind wir auch noch nicht gewesen. Aber ich nehme mal an, dass wir hier später eh nochmal hinkommen, oder? Ansonsten machen wir hier nochmal einen Abstecher hin, um alles abzuschließen. Wir machen jetzt erstmal eine Schnellreise zum Observatorium.
sodass wir schon an der richtigen Position stehen, um dann im nächsten Video... Ja, das tun wir auch schon. Ich positioniere mich nur noch richtig. Genau, wir sollen ja dann rübergleiten auf die Insel ins Tal des ewigen Frühlings. Ja, das machen wir dann aber im nächsten Video. Da haben wir hier wieder gut was geschafft. Wir haben das jetzt herausgefunden, wie das mit der Lyra klappt. Und ja, noch ein paar Kisten gefunden. Ja. Gut. Und ja, wir fangen dann mit der eigentlichen Story ja dann erst im nächsten Video an, denn wir haben ja eben erfahren, dass das alles Tutorial ist. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.